15 Millionen, darunter mehr als 3 Millionen Sudetendeutschen, mussten die furchtbaren Zustände der Vertreibung durchleben. Wir freuen uns, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Wir gedenken dabei auch mit Respekt und Trauer an unsere Toten. Auf deren Fundament haben wir unser Leben aufgebaut. Sie mussten viel ertragen und deshalb schulden wir ihnen aufrichtig Dank und Anerkennung. Ein 10-Jähriger am Beginn der Vertreibungen, der vielleicht noch gute Erinnerungen an den schrecklichen Zweiten Weltkrieg und an die Vertreibung hat, ist 1935 geboren und ist damit heute 86 Jahre alt. Ein 15-Jähriger, der 1930 geboren wurde, hat heute das 91. Lebensjahr erreicht oder auch nicht. Die Erlebnisgeneration und damit die Zeitzeugen sterben aus. Viele von den Vertriebenen haben ihre Heimat nicht mehr gesehen, obwohl sie dies hätten tun können. Ihnen fehlte die psychische Kraft, den Verlust der Heimat, den Verlust der Familie, den Verlust von Freundschaften, die sozialen Bindungen und den Vermögensverlust nochmals vor Ort zu erleben. Gott sei Dank ist der Kontakt zur alten Heimat auch durch die kluge Politik der Sudetendeutschen Landsmannschaft heute wieder gut möglich. Die Grenzen sind offen. Die europäische Entwicklung hat uns mehr als 7 Jahrzehnte Frieden und Wohlstand gebracht und dies gesichert. Die Sudetendeutschen waren immer glühende Verfechter der europäischen Entwicklung. Haben wir doch in unserem Sprecher Bernd Bosselt einen hervorragenden Verfechter der europäischen Idee, der unermüdlich und immer wieder auf die Vorteile des europäischen Zusammenschlusses aufmerksam macht. Hierzu gibt es keine wirkliche Alternative. Was sind wir unseren Verstorbenen schuldig und welches Ziel verfolgen wir? Wir streben eine Verständigungspolitik der europäischen Völker an. Wir streben eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Deutschen, Tschechen und Sudetendeutschen an. Wir wollen unsere Identität erhalten. Wir pflegen unser kulturelles und wirtschaftliches Erbe der Heimat als Teil der deutschen und der europäischen Kultur. Wir fördern dies und entwickeln es weiter. Mit großem Dank und Respekt für unsere Verstorbenen. Bitte haben Sie Verständnis für die fehlende namentliche Begrüßung. Das bleibt dem anschließenden Festakt vorbehalten. Wir, die Sudetendeutschen in Bayern, freuen uns aber aufrichtig über Ihre heutige Teilnahme an dieser Feier. Ich danke Ihnen. Wer heute nach Bayreuth gekommen ist, Spitze, kann ich nur sagen, danke, Frau Spiersdorfer. Aber was soll ich jetzt noch reden, Frau Spiersdorfer? Sie haben das Wort. Lieber Stefan Hörtler, liebe Frau Michel, lieber Herr Hess, meine sehr geehrten Ehrengäste, liebe Landsleute, meine sehr geehrten Damen und Herren. 75 Jahre später scheinen Flucht und Vertreibung heute unglaublich weit weg zu sein. Nur wenige Leute haben die Flucht und die Vertreibung noch selbst erlebt und können davon berichten. Ihre Erinnerungen prägen und belasten sie bis heute. Umso wichtiger ist es, ihren Berichten zuzuhören und zu erfahren, was sie erlebt und was sie erlitten haben. Das sind wir den Zeitzeugen, unseren Großeltern und Urgroßeltern, aber auch uns selbst schuldig. Sehr geehrte Gäste, liebe Landsleute, umso wichtiger ist es, dass Sie
die sudetendeutsche Landsmannschaft diese würdevolle Gedenkfeier heute organisiert haben. Dafür ein herzliches Vergelt's Gott von meiner Seite. Es ist unglaublich, was die Erlebnisgeneration geleistet hat. Trotz ihres schweren Schicksals haben die Heimatvertriebenen schon bald nach Kriegsende ihre Hand zur Versöhnung ausgestreckt. Damit haben sie die Verständigung in Europa vorangetrieben und viel dazu beigetragen, dass unsere östlichen Nachbarn und wir heute friedlich und häufig sogar freundschaftlich zusammenleben. Dafür hätten Sie, da hat unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder völlig recht, eigentlich längst den Friedensnobelpreis verdient. Nach dem Krieg haben sich die Vertriebenen hervorragend in unsere Gesellschaft eingegliedert und sehr viel für den Wiederaufbau und Wohlstand Bayerns getan. Dafür gebührt Ihnen unser ganz herzliches Dankeschön. Bei all diesen Leistungen und Erfolgen dürfen wir aber niemals vergessen, welch schweres Schicksal mit Flucht und Vertreibung verbunden war. Diese Zeit hat großes Leid über die Menschen gebracht und viele sind unter dieser Last zerbrochen. Die Vertreibung war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn wir der Vertreibung gedenken, gilt es auch die zu würdigen, die es seinerzeit nicht geschafft haben. Hunderttausende sind damals ums Leben gekommen, unter ihnen besonders viele Kinder und alte Menschen. Fast jede Flüchtlingsfamilie hat damals Angehörige verloren. Und auch von denen, die es geschafft haben, hatten viele Schreckliches erlebt und haben dauerhaft unter ihren Erlebnissen gelitten. Nicht von ungefähr haben manche ihr Leben lang nicht über das sprechen können, was ihnen widerfahren war. Gerade für Frauen und Kinder waren Flucht und Vertreibung schreckliche Erlebnisse. Wie aus heiterem Himmel wurden sie aus ihrem Leben gerissen und häufig Opfer einer Rache für Untaten, für die nicht sie, sondern andere verantwortlich waren. Ich finde, dass viel zu selten über das Schicksal der Frauen und Kinder während Flucht und Vertreibung gesprochen wird. Deshalb habe ich mich entschlossen, gemeinsam mit dem Haus des Deutschen Ostens eine Ausstellung zu diesem sehr schwierigen Thema zu erarbeiten. Die Wunden sind verheilt, aber die Erinnerung bleibt. Kann man nicht ungeschehen machen. Sie gehört zur Erinnerungskultur. Aber wir können aus ihr lernen. Aufgrund unserer leidvollen Erfahrung fordern wir die Verantwortlichen auf, Kriege und Vertreibung zu beenden und zur gegenseitigen Achtung und zum gegenseitigen Respekt zurückzukehren. Es folgt Karl Heider. Europa eröffnet uns ganz neue Perspektiven. Perspektiven auch zwischen Sudetendeutschen und Tschechen. Nutzen wir sie gemeinsam. Es liegt an beiden Seiten, was in der geschichtlichen Betrachtung später einmal geschrieben stehen wird. Nehmen wir als Sudetendeutsche unsere Brückenfunktion wahr. Es schließt Frau Gerda Mühlbacher ab. Was wir brauchen, ist ein Streben nach sozialer Gerechtigkeit. Was wir brauchen, ist ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Demokratie. Was wir brauchen, ist ein kämpferischer Einsatz für ein geeintes Europa. Und was wir letztlich brauchen, ist die Bewahrung des Friedens und die Weiterentwicklung der Versöhnung. Dafür setzen wir uns ein.
Es folgt nun die Kranzniederlegung. Es beginnen Steffen Hörtler, unser Landesobmann, mit Margarete Michel.